Heute gibt es ein ganz spontanes Video. Ich bin an und für sich gerade etwas im Fertigmachen und habe gedacht, ich nehme dich mit, vielleicht interessiert dich das, um zu zeigen, dass es wirklich nicht viel braucht für eine Dekoration. So. Grüezi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder da bist. Das gibt ganz ein spontanes Video. Ich bin gerade an einem Auftrag am Fertigmachen. Sie möchte gerne Blumenkisten haben für aufs Fenster, wo sie nichts mehr damit zu tun hat. Also keine frische Pflanze, die sie gießen muss, da sie immer sehr viel unterwegs ist. Und ich denke, ich nehme dich mit und vielleicht ist es eine Inspiration für dich und dass du siehst, dass du praktisch mit keinem Geld dennoch eine schöne Weihnachtsdekoration kannst machen. Was da jetzt natürlich noch fehlt, sind so Weihnachtskugeln. Also man kann hier jetzt noch schön Weihnachtskugeln rein dekorieren und dann hat das wieder ganz ein anderes Flair. Voilà. Aber jetzt zeige ich dir, wenn ich das gemacht habe und was ich dafür verwendet habe. So, jetzt muss ich das schnell rausnehmen. So, fangen wir an. Ich sage dir ganz kurz, was ich so zusammengesammelt habe. So, nehme das nochmal schnell ein bisschen auseinander. Du siehst, es ist extrem chaotisch bei mir. Also ich bin voll im Tun. Dann sieht es halt immer ein bisschen Jesus. Ich habe bei der Kiste unten, am unteren, etwa die Hälfte, habe ich mit Styropor ausgekleidet. Einfach aus dem Grund, dass wenn es drauf regnet, dass nichts passiert und so kann ich ein paar Sachen reinstecken und es hebt. Und die Kiste wird dann auch nicht so schwer. Und ich habe, die Styroporplatte geht etwa gut bis fast ganz auf, also ich habe etwa noch 10 cm Spatze und die habe ich mit Stein gefüllt. Einfach nur gerade die oberste Schicht, dass das schön verdeckt ist. Und da habe ich jetzt so ein Mohngras verwendet. Das habe ich jetzt gekauft im Floristikbedarf. Du kannst aber an und für sich wirklich auch im Wald schauen, ob es Moos hat. Und dann kannst du das mit dem Moos ausdekorieren und dann kostet dich das auch nichts. Habe ich grundsätzlich auch machen, aber ich habe jetzt ein bisschen Zeitdruck und habe gar keins gefunden und darum habe ich jetzt das genommen. Denn was ich noch gesammelt habe, ist natürlich Stecken, wie immer. Die brauche ich für meine Sterne. Und zwar habe ich so Sterne aus altem Restholz gemacht. Habe die ausgesägt, habe sie weiß mit Acrylfarbe gestrichen und die Kanten habe ich silbrig gespreit, dass es einfach noch mal ein bisschen festlicher ist und ein bisschen eleganter ist. Dann habe ich noch gesammelt, wie immer, Tannenzäpfe. Die werde ich verwenden. Dann habe ich einen alten Thymianstrauch geschnitten. Du kannst natürlich auch irgendetwas anderes nehmen. Es ist einfach, ich habe einfach etwas gesucht, wie gesagt, wo man einfach das ganze Jahr in der Blumenkiste lassen kann und wo man sich nicht mehr darum kümmern kann. Dann habe ich noch gesammelt. Das hast du vielleicht in ihrem letzten Video schon von mir gesehen. Unkraut. Die sind ganz herzig und die möchte ich auch rein dekorieren. Die habe ich heute noch schnell gesammelt auf dem Hundespaziergang. Und dann habe ich, noch von einer Tanne. Da sind tote Äste unten an der Tanne. Und die habe ich auch abgeschnitten. Und die tue ich auch eindekorieren, weil ich möchte so ein bisschen, ich sage, am weitesten einen Wald noch empfinden. Einfach alles halt sehr natürlich. Also das habe ich gesammelt. Und dann, da ich ja in der Nähe Rebberge habe, habe ich die schönen Exemplare noch gefunden. Das sind abgeschnittene alte Reben und die dekoriere ich hier drin dekorieren. Und jetzt muss ich noch schnell meine Sterne fertig machen. Und zwar habe ich hier unten noch ein Loch reingebaut
Und da kommt jetzt eben ein Stecken rein, den ich gesammelt habe. Und schaue, ob es einigermaßen gerade ist. Ich suche immer alles beim Arbeiten. Das ist bei mir normal. Da ich immer ein pures Chaos habe. Und tue die einfach noch mal ein bisschen mit dem Sackmesser noch mal passend machen für den Stern. Bei mir geht es ja wirklich auch immer darum, dass ich wirklich mit allem, was man in der Natur findet, etwas Schönes kreieren kann. Passt mehr oder weniger. So. Und dann tue ich das einfach mit Heißleim nochmal zusätzlich befestigen. Da es ja draußen ist, sollte es einfach wirklich gut heben, weil es ja auch immer ein bisschen windet. So. Also das ist jetzt bereits die kleine Kiste und hier habe ich zwei kleine Sterne, die ich machen möchte. Und bei den grossen habe ich einen grossen Stern und einen kleinen Stern. Und die kommen dann an die Seite vom Haus und sind kleinere Fenster. Also, den platziere ich gerade schon einmal schön platzieren und dann mache ich gerade als erstes die Sterne rein, damit ich nachher drumherum kann dekorieren. Und jetzt kann ich das eben ganz toll in den Styropor reinstecken und es hebt. So. Einigermaßen der gleich. Und das wiederhole ich jetzt wieder mit dem Stern. Also du siehst jetzt, dass ein bisschen seitenverkehrt, aber das macht nichts. Ich zeige dir das ganz am Schluss, dann, wie das aussieht. Und ich lasse die langen Stiele immer dran, weil das einfach dann wirklich nochmal der Wald tut noch Arme. So. Ich tue immer mit Rot, gerade jetzt die Äste fixieren. Einfach der Sicherheit, eben weil es draußen ist und nicht, dass es dann alles davor windet. So, und das steckt wunderbar in meinem Styropor. Wenn ihr Verpackungen noch habt, damit die Styropor vielleicht ein bisschen sammeln und dann könnt ihr das nämlich wiederverwerten. Das habe ich jetzt auch so gemacht. Und dann ist das wirklich eine super, super günstige Dekoration. Und ich finde es eben auch immer schön, wenn man Sachen selber sammelt. Man hat einfach einen ganz anderen Bezug zu seiner Dekoration. So.
Dann kommen meine Tannenäste. So sieht das im Moment aus. Also die Sterne, den Thymian und hier die alten, vertrockneten Tannenzweige. Das wird lustig zum Transportieren. Aber wenn du das daheim machst, ist das gar kein Problem. Eben Tannenzweig brechen relativ schnell, aber ich habe jetzt hier extra geschaut, es hat heute zum Glück geregnet und dann sind die noch ein bisschen biegsamer. Dann muss einfach noch die Autofahrt überleben. So, und jetzt kommt mein sogenannter Unkraut. Das sind die hier. Und die stecke ich jetzt einfach nur so da rein, das hebt sehr gut. Und das tut jetzt einfach auch noch mal ein bisschen auflockern. Und ich finde, es passt auch sehr gut. Es ist halt, durch das jetzt alles nur getrocknete Sachen sind, kann es eben sehr schnell auch fad werden. Darum wäre jetzt natürlich Weihnachtskugeln sehr schön dazu. Und dann im Frühling oder dann den Rest vom Jahr höchstwahrscheinlich gibt es dann einfach kommt hier in die Mitte rein einen schönen Pinienzapfen aus Beton wird dann hier reingesetzt und dann kann sie das ganze Jahr so lassen. Oder Kleinigkeiten kann man auch immer wieder austauschen. Kommen hier noch die Tannenzäpfe rein. Die kannst du natürlich auch besprayen, ganz wie es dir gefällt. Ich nehme halt noch gerne ein bisschen verschiedene. Ich muss das schnell umdrehen, sonst sehe ich das nicht. Dass das hier ein bisschen Gattung macht. Du kannst die natürlich auch mit Heißleim fest fixieren, die Tannenzäpfe. Ich mache es jetzt nicht, weil das eben nachher wieder rauskommt.
nicht mehr. Und dann kommt der Eukalyptus, den habe ich ja gekauft, der Eukalyptus. Einfach damit es doch noch etwas grün drin hat und Eukalyptus tönt eigentlich recht schön eintrocknen. Und sonst kann man die auch sehr, sehr schnell wieder dann rauszupfen, wenn man sieht, okay, jetzt sind sie nicht mehr schön. Aber ich hoffe jetzt, wenn es dann mal ein bisschen kalt bleiben würde, dass das dann hebt. Und dann hebt das sicher über die Weihnachten, sollte das auch noch für sich verheben. Schön sind natürlich auch Tannenzweige. Aber das habe ich jetzt auch nicht genommen. Weil ich sonst eben dann nachher alles komplett wieder neu machen müsste. Und das soll jetzt einfach doch gerade schon eine Basis sein, dass man das nachher einfach schnell könnt wieder umdekorieren. Und ich kann mir hier eben auch super reinstecken und sollte heben. Und anstatt Eukalyptusblätter kannst du auch die verwenden. Ich habe keinen Platz. Moment. Die Efeu, die wachsen jetzt überall an den Bäumen. Die kannst du natürlich auch sehr schön rein dekorieren. Und so wäre es auch wieder etwas, das dich nichts kosten würde. Wenn man jetzt keinen Eukalyptus möchte nehmen möchte. Oder wenn du es daheim machst, kannst du wirklich auch wie sagt man, die Steckmasse von der Floristik rein tun, die grüne, und dann nass machen. Und dann kannst du die reinstecken. Und dann hebt es dir natürlich super gut. Aber wie gesagt, das geht jetzt hier von mir nicht. Aber das wäre etwas, das auch nichts kosten würde. So, als Idee. Mein Hund ist einfach immer ein bisschen laut. Bei allem, was man macht. So, und dann, was kommt noch drin? Ich schaue. So sieht das mal gerade aus. Und dann, wie gesagt, kann man hier noch Kügel rein dekorieren. Dann natürlich befestigen. Aber eben, dann kannst du hier so Weihnachtskugeln rein machen. Und du kannst noch so etwas rein dekorieren. Und dann sieht das natürlich schon wieder ganz anders aus. Wenn du jetzt überall noch so ein bisschen Silberkügel rein tust oder eine Lichterkette rein tust. Und dann ist das sehr schön. Und vielleicht hat meine Kundin ja noch
ein paar Weihnachtskugeln von letztes Jahr und dann dekorieren wir die dann noch so rein dekorieren. Und dann sieht das sehr festlich aus. Und ist etwas, wo mich jetzt ganz wenig gekostet hat. Einfach ein bisschen in die Natur gehen, ein bisschen umschauen, ein bisschen kreativ sein, ausprobieren. Auch ich immer ein bisschen ausprobieren. Aber es soll jetzt einfach nur eine Inspiration für dich sein, dass man alles in der Natur findet. Und eine Dekoration, einmal eine schnelle Dekoration kann machen. Voilà. Ich würde sagen, das war es. All meine Kisten sind jetzt fertig dekoriert. Die gehen jetzt morgen auf die Reise. Was ich noch gemacht habe, ist, ich habe noch ein paar rote Beeren mit ein dekoriert, damit es ein bisschen Farbtupfer gibt. Für den Fall, dass sie keine Weihnachtskugeln möchte, mit ihnen dekorieren. Und dann ist es nicht ganz so fad. Ich hoffe, es war für dich eine Inspiration. Du hast ein bisschen etwas mitnehmen können. Und dass ich dir auch zeigen konnte, dass du wirklich mit wenig Geld schöne Dekorationen gestalten kannst. Das nächste Mal zeige ich dir, wie du aus ganz wenig Geld einen schönen grossen Adventskranz machen kannst. Der kommt bei mir dann als Tor an, also wirklich einen grossen. Das ist das nächste Video und das wird auch diese Woche noch erscheinen. Also wahrscheinlich in 2-3 Tagen werde ich das online stellen und zeige dir, wie mein Adventskranz für draussen an die Türe hier gestaltet wird. Also, habt's gut, seid lieb zueinander, bleibt kreativ, umarmt eure Liebsten. Bis zum nächsten Mal. Tschüssli, mach's gut.